Einen wunderschönen, meine lieben Krümel, und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mensch, wie lange habe ich das nicht mehr gesagt? Ich habe einfach vor kurzem richtig viele Probleme mit meiner Kamera, mit meinem Mikrofon gehabt. Und ich habe mir jetzt im Black Friday Deal diese kleinen Mikrofone hier gekauft. Und ich glaube, ich habe immer noch ein kleines Grundrauschen im Hintergrund. Schreibt mir dazu gerne mal in den Kommentaren, ob ihr das auch hört. Ich bin mir noch ein bisschen unsicher. Ich weiß aber auch langsam nicht mehr, was ich noch machen soll, außer mir potenziell eine neue Kamera zu kaufen. Aber darum soll es jetzt heute nicht gehen, denn Weihnachten steht vor der Tür. Am Sonntag ist es soweit. Und ich habe mir gedacht, ich zeige euch einfach mal die 5 Brettspiele, die wir definitiv auf den Tisch an Weihnachten bekommen. Ein Spiel darf auf gar keinen Fall fehlen, weil wir spielen es so gerne, aber sehr selten, weil wir nie genug Zeit dafür haben. Also was gibt es Besseres als Weihnachten, wo man wirklich sehr viel Zeit hat, und zwar Asche Nova. Wir lieben beide dieses Spiel, aber allein zu zweit sind wir da gute 2, 2,5 Stunden mit beschäftigt. Also für mal so zwischendurch eher ungeeignet. Wir haben auch schon die Erweiterung Wasserwelten zu Hause stehen, haben die bis jetzt aber noch nicht angerührt, weil wir so ein bisschen Angst einfach vor der Zeit und vor den Regeln haben. Und dieses Spiel wird es an Weihnachten definitiv mit der Erweiterung auch geben. Ich weiß, vorletztes Jahr zu Weihnachten haben wir es tatsächlich auch zum ersten Mal gespielt. Ist also schon so eine Art kleine Tradition, würde ich jetzt mal behaupten. Das nächste Spiel, was an Weihnachten bei uns definitiv auf den Tisch kommt, was ich mir eigentlich gar nicht vorstellen kann, dass es nicht auf den Tisch kommen würde, jemals bei uns aktuell, Challengers, und zwar Challengers Beach Cup. Das eigentliche Challengers haben wir gefühlt irgendwie schon durchgespielt, weil wir es ewig viel auch auf Boardgame Arena und Co. gespielt haben, und jetzt mit dem Beach Cup, wir hatten es 1, 2 Mal gespielt nach der Spielemesse und sind seitdem aber irgendwie nicht mehr dazu gekommen, und die neuen Karten geben einem echt ein richtig gutes neues Spielgefühl. Also man hat wirklich das Gefühl, es ist das gleiche Spiel, aber trotzdem nochmal anders. Es gibt neue Strategien, die man entwickeln kann, wie man das Deck zusammenbauen kann. Also Challenger Beach Cup kommt bei uns definitiv an Weihnachten ganz oft auf den Tisch. Davon bin ich sehr überzeugt. Also ich glaube, da werden wir auch 2, 2,5 Stunden mit beschäftigt sein. Das nächste Spiel, was an Weihnachten auf den Tisch kommt, haben wir so noch nicht gespielt. Wir durften es mal antesten und haben es uns erklären lassen. Und da sind wir jetzt gerade die Regeln am Lernen, weil die doch sehr umfangreich sind. Und ja, was soll ich sagen? Hamlet, Plättchenlegespiel, Dorfaufbauspiel. Ist einfach genau unser Ding, und ich freue mich ja schon wahnsinnig drauf. Wie gesagt, wir durften es auf der Spielemesse einmal kurz antesten. Wir haben es seitdem aber einfach zeitlich noch nicht geschafft, uns da richtig reinzulesen. Und das haben wir uns für Weihnachten fest vorgenommen. Ich freue mich schon drauf. Wir sind einfach Plättchenlege-Fans. Was soll ich dazu sagen? Wir lieben Dorfromantik. Wir haben Dorfromantik, das Duell. Ja, wir lieben es einfach. Bei dem nächsten Spiel, was auf den Tisch kommt, juckt es mir schon extrem in den Fingern und ich möchte es unbedingt spielen. Ich habe mir schon ein bisschen die Regeln durchgelesen. Wir haben die Miniaturen von diesem Spiel auch schon mal im Stream gemalt, und es ist natürlich die Rede von Stranger Things Schattenwelten. Ich habe so Bock drauf. Wir haben es bis jetzt auch einfach zeitlich, ich weiß nicht, es war irgendwie in letzter Zeit super viel los, nicht hinbekommen, und das wird, glaube ich, das erste Spiel, was ich an Weihnachten auf den Tisch baller. Ob Chris Bock drauf hat oder nicht, ich möchte dieses Spiel jetzt endlich mal spielen. Jetzt kommen wir auch schon zum 5. und letzten Spiel, was an Weihnachten bei uns definitiv auf den Tisch kommen wird. Und das darf für mich auf gar keinen Fall fehlen. Das ist für mich so ein Feiertagsspiel irgendwie, und zwar Familiar Tales. Ich liebe dieses Spiel sehr, allein von der Story, von den Figuren, von der ganzen, wie es aufgebaut ist, dass man dieses Booklet hat, dass man eine App hat, die auch Soundausgabe hat und, und. Ich finde dieses Spiel einfach unglaublich schön, sich wirklich stundenlang in eine Welt reinzuversetzen. Ist für mich so eine richtig geile Mischung aus analog und digital, weil ich das Brettspiel quasi habe mit der Haptik, aber trotzdem so ein paar Sounds und ein paar Effekte, wie es bei einem Videospiel vielleicht auch der Fall sein könnte. Und das ist so ein Ding, das machen wir gerne so zwischen den Tagen, wenn wir wirklich nichts zu tun haben. Und dann sitzen wir aber schon morgens da und ziehen bis abends durch. Wir haben es noch nicht zu Ende gespielt, deswegen ich freue mich da wahnsinnig drauf, Familiar Tales jetzt in der Story endlich weiterzukommen. Es werden wahrscheinlich noch etliche weitere Brettspiele an Weihnachten und Silvester bei uns auf den Tisch kommen. Aber das sind auf jeden Fall die 5 Brettspiele, wo wir gesagt haben, die müssen wir und die wollen wir spielen. Ein paar neue sind mit dabei, ein paar alte mit Erweiterungen. Ich freue mich auf jeden Fall wahnsinnig drauf. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, was so eure Brettspiele sind, die ihr
unbedingt an Weihnachten oder an Feiertagen spielen wollt. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, gib dem Ganzen doch gerne einen Daumen nach oben und lass doch einfach auch ein Abo da, wenn du mehr sehen möchtest. Und wenn wir uns nicht irgendwo im Stream oder auf Instagram oder TikTok sehen, wünsche ich dir auch einen guten Rutsch ins neue Jahr und frohes Neues. Ich werde im Januar 2 Wochen Social Media, YouTube, Twitch Pause machen. Alles drum und dran. Ich werde 2 Wochen nicht online sein und danach geht's hier auf dem Kanal definitiv ordentlich weiter. Ich habe schon ganz viele Skripte geschrieben und freue mich einfach drauf, die Sachen jetzt auch zwischen den Tagen im Urlaub ein bisschen aufzunehmen und im neuen Jahr richtig gestärkt hier auf YouTube, auf Twitch, auf TikTok und auf Instagram loszulegen. Und bis dahin hoffe ich einfach, dass ihr mir treu bleibt und das Abo hier nicht rausholt, weil es kommen auf jeden Fall ganz tolle Videos. Ich freue mich drauf und ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!